So, und willkommen zu der zweiten Runde Forza Sehr 5 gut. hier mit Torben, Ja. kommentiertes Gameplay von mir hier, von Kevin. Und dieses Mal befinden wir uns in der Tschechischen Republik Gar in nicht cordiale, Prag. eine Widerde. Und ich habe gehört, Torben, der freut sich gerade wie ein kleines Kind, weil das nämlich eine seiner Lieblingsstrecken ist. Aber da geht es gleich ordentlich zur Sache. Hoffen wir mal. Wir treten natürlich wieder mit unserem geilen Alketo R8 an. Ist nämlich noch dieselbe Lobby wie in dem letzten Video. So, was haben wir hier denn? 14 Grad gerade in Prag. Sind aber auch optimale Verhältnisse hier. Und guckt euch dieses Cockpit an. Das ist einfach nur Audi. Boah. Direkt rüber. Darkstar. Darkstar 341 vor ihm. Was hat denn der für einen Wagen? Frage, wa? Ferrari, ja, kann sein. Alle am Ferrari fahren hier. Stimmt, das ist derselbe wie, glaube ich, rechts neben dir gerade fährt. Im Moment schlägst du dich ja noch relativ gut. Hauptsache erstmal den dicken Knäuel an Leuten hinter sich lassen. Damit man da nicht drin verwickelt ist, wenn da gleich was Schlimmes passiert. Jetzt eigentlich nur noch sicher fahren und dann müsste das Ding eigentlich in der Tasche sein, aber wer weiß. Also du bist, glaube ich, als Vierter gestartet, ne? Vierter, Fünfter? Auch keine schlechte Position bei 14 Leuten. Oh! Alter Schwede. Da driftet er wieder auf die Bahn zurück. Alter Schwede. Den besten vier. Hauptsache du schlägst den, wirst besser als Siebter. Wir machen einfach, du steigerst dich jetzt von Video zu Video um eine Position. Das klingt doch nach einem Deal. Alter, ist auch direkt hinter dir der andere, ne? Oh, das ist mal wieder hier die Spannung, die kannst du in der Luft riechen hier. Aber die haben alle einen Abgang gemacht. Jetzt kommt wieder deine Lieblingskurve, ne? Ach so, geht verkehrt. Stimmt, das ist ja die letzte Kurve gewesen. Das war der erste, glaube ich. So, jetzt ist er der vierte Platz hier. Boah. War perfekter Drift, aber man hätte da glaube ich auch ohne Drift durchkommen können. Wäre glaube ich besser gewesen. In dem Fall. Ja. Zuschauern muss er was bieten, sagt er. Da hat er recht. Und wenn Torbens Drifts euch nicht genügen an gebotenem Zeug hier oder diese heftigen Crashes, könnt ihr ja währenddessen auch mal auf unsere Facebook-Seite gehen und die auch mal abchecken. Den Link dazu findet ihr auf unserer Kanalhauptseite oben rechts, ist der kleine Facebook-Button. Da sind wir auch aktiv und posten immer aktuelle LPs und so weiter. Wenn ihr da mal ein Gefällt mir da lasst, beziehungsweise mal bei unserem Kanal ein Abo da lasst, darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Ja, da wären wir euch sehr verbunden. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt oder auch mal mitspielen wollt in einer Folge, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ist ja alles machbar, ne? Heutzutage über das Internet, du. Das geht ja alles. Sagte Angela Merkel noch. Das Internet ist für uns alle Neuland.
Ah, die Viper, die zieht immer ab. Das ist, oh, da wollte er ihm noch einen mitgeben. Das habe ich noch genau gesehen. Ja, dritter ist echt nicht schlecht. Ach stimmt, das war ja kurz zum Ziel. Ja, das war natürlich ein bisschen schade jetzt. Das wäre schon noch zweiter Platz gewesen. Naja, dritter Platz. Podium gehört Torben. Das ist doch die Hauptsache. Gerade in der letzten Folge noch siebter gewesen, jetzt dritter. Ja, und dann warten wir nochmal eben auf die anderen, bis die anderen Leute hier im Ziel sind. 4 Minuten 26 gebraucht. Guckt euch einfach nur dieses Cockpit an. Deswegen ist Audi einfach nur geil. Ja, und das war's dann auch mit dieser weiteren Folge. Dritter Platz. Alles hier perfekt gelaufen, planmäßig. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.